Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Als die Computerspielreihe Uncharted vor 15 Jahren startete, sorgte sie für großes Aufsehen, weil sie über weite Strecken wie ein Hollywood-Film aussah, mit adrenalingeladenen Actionsequenzen und einer globalen Schatzsuche an exotischen Locations. Der Spieleheld Nathan Drake war zudem mehr als deutlich von Indiana Jones und Lara Croft inspiriert, kam aber trotzdem als eigenständiger Charakter rüber. Viele Spieleverfilmungen haben in der Vergangenheit enttäuscht und beim Publikum nicht landen können, aber wenn ein Spiel schon wie ein Film aussieht und zudem der momentan angesagteste Nachwuchsstar in die Hauptrolle schlüpft, was kann da noch schiefgehen? Ein ungleiches Duo macht sich auf Schatzsuche. Barkeeper und Langfinger Nathan Drake alias Tom Holland. Nicht sagen, lass mich raten. Pina Colada. Und Schatzsucher Sully Sullivan, süffisant gespielt von Mark Wahlberg. Von allem, was es hier gibt, warum die Karte? Das ist der größte Schatz, der nie gefunden wurde. 5 Milliarden, locker. Aber das ist nur eine Geschichte. Das sehe ich anders. In Indiana Jones-Manier jagen sie das Objekt der Begierde. Klar, dass da auch ein böser Bösewicht hinterher ist. Antonio Banderas empfiehlt sich hier als jemand, der auch James Bond das Leben schwer machen könnte. Dieses Kreuz hat eine wirklich tragische Geschichte. So viel Blut. Nachwuchsheld Tom Holland hat jedenfalls schon als Spider-Man viel einstecken müssen. In Uncharted darf er noch mal zeigen, wie leidensfähig er ist. Lass dich nicht erwischen. Du wolltest mich da einfach zurücklassen. Jemand muss dir das Kreuz holen. Kleine Schwäche. Die Handlung ist nicht immer so überraschend wie hier. Aber Dialogwitz in diesem schwindelerregenden Special-Effekt-Feuerwerk kein Fremdwort. Ist das mit der Katze? Die ist nur für dich. Was? Ich hatte das Gefühl, dein Leben ist super traurig. Nein, 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 das behalte ich nicht, das Ding. 14 Jahre hat es übrigens gedauert, bis der Streifen, der auf einem Videospiel basiert, nun auf die Leinwand gekommen ist. Das Warten hat sich gelohnt. Jedenfalls für alle, die sich gerne in den Kinosessel drücken lassen. Niemand weiß genau, wie viele Menschen im Zweiten Weltkrieg über die Pyrenäen aus dem besetzten Frankreich nach Spanien geflohen sind. Man kennt nur einige Namen der Geflüchteten und der Fluchthelfer. Zu denen gehört zum Beispiel die Österreicherin Lisa Fitko, entschiedene Nazi-Gegnerin, die selbst unter Einsatz ihres Lebens anderen bei der Flucht über die Berge half. Ihre Geschichte hat den Autoren Rüdiger Bertram zu einer eigenen Geschichte inspiriert. Die sollte allerdings insbesondere jüngeren Generationen den Blick auf die damalige Zeit öffnen. So entstand Der Pfad, erst als Buch und nun auch als Film. Mit Julius Weckauf in der Hauptrolle, der als junger Harpe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft bereits Millionen Kinogänger begeisterte. Und Sie? Leise Töne in diesem Jugenddrama über eine Flucht im Zweiten Weltkrieg. Vater Ludwig und Sohn Rolf versuchen, vor den Nazis aus Europa zu fliehen. Böse, kapitalböse. Vielleicht sucht Hitler ja gar nicht mehr nach dir. Vielleicht hat er vergessen, was du in der Zeitung über ihn geschrieben hast. Wir nehmen den Zug an die spanisch-französische Grenze, spazieren über die Pyrenäen und in Lissabon bringt uns ein Schiff direkt nach New York. Yes, Sir. Nuri wird euch führen. Ein Kind? Ein Mädchen? Kommt Hund mit? Natürlich. No. Ich werde nicht ohne Adi gehen. Das elternlose 12-jährige Mädchen Nuria führt Rolf und Ludwig über den gefährlichen Pfad. Doch dann ein Zwischenfall. Ich komme nach, ich verspreche es. Und du bringst Rolf in Sicherheit. Versprich mir das. Die beiden grundverschiedenen Kinder völlig auf sich allein gestellt. Wenn dein Papa kommt frei, dann ist Wunder. Wunder passieren! Rolf, ein tapsiger Träumer, großartig gespielt von Julius Weckauf, der schon als junger Harpe Kerkeling überzeugte. Hilf mir, bitte. Diese Richtung. Nuria dagegen ein patentes Mädchen, das viel zu früh erwachsen werden musste. Ebenfalls bestens besetzt mit der jungen Spanierin Nonna Cordona. Es macht Freude, den gegensätzlichen Kindern dabei zuzuschauen, wie sie zusammenwachsen. Das brennt wie Hölle, das ist nicht witzig! Wie sie Brücken schlagen zwischen Kulturen und Mentalitäten. Die beiden lernen schnell, dass man nur dann überlebt, wenn man zusammenhält und sich aufeinander verlassen kann. Eine wahre Geschichte und packender Jugendfilm. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der auch den Erwachsenen viel zu geben hat. Vielleicht sind wir nicht gut, aber wir sind auf keinen Fall böse. Wer Erfolg in der Filmbranche haben will, braucht eine gute Ausbildung, Talent, viel Geduld und Glück kann sicher auch nicht schaden.
Das meiste davon hat der deutsch-aserbaidschanische Regisseur Elmar Imanov und zusätzlich noch ein paar Dutzend Filmpreise. Aber trotz seines Kurzfilm-Oscars brauchte er noch weitere 10 Jahre, um seinen ersten langen Spielfilm ins Kino zu bringen. End of Season führte ihn zurück aus Deutschland in seine alte Heimat Aserbaidschan. Hast du etwas Zeit für mich? Nenas Superhit vor der Stadtkulisse des aserbaidschanischen Baku. Den Song hört Mahmoud, jüngster Spross einer Familie im Clinch. Im modernen Baku ist es nicht anders als bei uns. Ein Beziehungsgeflecht, in dem alle sich nur noch wenig zu sagen haben und trotzdem weitermachen wie bisher. Einen Spielfilm in Aserbaidschan zu produzieren, gewagt hat das der Kölner Filmemacher Elmar Imanov zusammen mit seiner Partnerin. Ohne Filmförderung und mit dem Mut der leisen Verzweiflung. Naja, was wir nach dem Studium festgestellt haben, ist, dass keiner auf uns gewartet hat und dass es halt hart ist, in die Branche zu kommen. Wir haben eigentlich den besten Einstieg gehabt, den man hätte haben können, mit einem Studenten-Oscar und dann noch einem Kurzfilm, den wir in Cannes hatten. Eigentlich gute Voraussetzungen, aber dann platzt die Realisierung des Debütfilms und auch die Finanzierung anderer Projekte dauert eine gefühlte Ewigkeit. Normalerweise wartet man dann jahrelang auf Finanzierung und muss dann die Leute dann manchmal neu überzeugen von dem Projekt und so weiter. Weil sie dann schon vergessen haben, dass man mit denen darüber gesprochen hat. Und diese Zeit, die ist manchmal endlos lang, die ist zermürbend lang. Und wenn man dann halt sich immer noch Filmemacher und nicht Filmewarter oder sowas nennen will, dann muss man halt irgendwie erfinderisch werden und sich aus diesen Situationen, also aus dieser Situation, die sehr festgefahren war, irgendwie wieder befreien. Und das ging nur, indem wir einfach wieder was gemacht haben. Dass dann Baku der Drehort wird, liegt an Regisseur Elmar Imanovs guten Verbindungen in seine alte Heimat. Alle Beteiligten verzichten auf ihre Gage und übernehmen am Set mehrere Aufgaben. Die Story wird abends im Hotel weitergesponnen und andern Tags im Großstadtalltag inszeniert. Rauschhafte 3 Wochen Dreharbeiten. Man hat natürlich auch danach weniger Möglichkeiten, aber dafür mehr Inspiration irgendwie. Also, so eine andere Art Filme machen. Es ist mehr wie so Jazz irgendwie. Also mir so eine Improvisation, dass man so sagt, okay, du spielst Bass und du hier und lass uns einfach, okay, ja, und so macht man das. Ein Tag am Strand soll die familiären Spannungen vergessen machen. End of Season lässt dem Zuschauer viel Raum für eigene Assoziationen. Klar wird, dass für die Frauen nach dem Wegfall der traditionellen Zwangsheirat neue Freiheiten entstehen. Aber die Beziehungen untereinander müssen eben auch neu definiert werden. Dass sich doch noch etwas bewegt, ist einer Katastrophe zu verdanken. Die Ehefrau verschwindet plötzlich und es ist nicht klar, ob sie nur einen Spaziergang macht oder in Seenot geraten ist. Ich hatte immer so eine unterschwellige Angst, die Partnerin, die ich liebe, zu verlieren, dass sie stirbt. Und das Sterben ist ja mehr so wie ein Verschwinden, also das Nicht-Wiederkommen. Ne? Die Ungewissheit, die während der Suche nach der Vermissten entsteht, hat Folgen. Erst jetzt wird dem Mann klar, wie groß die Leerstelle wäre, die seine Frau hinterließe, falls sie verschollen bliebe. Wird sie wieder auftauchen? Dass es einmal so weit kommt. Das war das Kinoressort bei Tagesschau 24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.